Jetzt oder nie. Das ist so die Grundtendenz vom Mai, besonders Mitte Mai. Und es wird noch mal heftig für Deutschland. Wir schauen uns aber auch noch Österreich und die Schweiz an, ob der Wendepunkt jetzt kommt. Du wirst in diesem aufregenden Video erfahren von den überraschenden Entwicklungen für die nahe Zukunft. Und wir werden auch gucken, was es für spirituelle und politische Veränderungen gibt, die ins Haus stehen. Bleib also dran für ein Video, welches die Möglichkeit offenbart, den Moment des Durchbruchs anzukündigen. Bevor wir jetzt gleich mit dem spannenden Video beginnen, möchte ich dich noch in eigener Sache darauf aufmerksam machen, dass wir 29. und 30. Juni unser Smarana Festival haben. Und dort werde ich spezielle Techniken der geistigen Welt euch vorführen und wir werden gemeinsam in der Zeitlinienheilung wirken, um Chemtrails zu bekämpfen. Es wird super interessant und ich freue mich schon sehr darauf. Ein sehr spannendes Wochenende erwartet dich. Unter dem Video ist der Link und du kannst dich gerne noch anmelden. Wir haben den Frühbucherpreis noch drinnen, der geht bis Ende Mai. Danach wird es ein bisschen teurer. Ja, also ich freue mich auf euch. Es haben sich auch schon ganz viele angemeldet und es wird richtig, richtig gut werden. Gerade die Zeitlinienheilung ist ja etwas ganz Neues und ich habe also viele Durchsagen bekommen und wir werden zusammen hochenergetisch wirken. Ja, und jetzt schauen wir uns mal den Mai an. Was bringt der Mai für Veränderungen? Es geht ja hier um den Wendepunkt immer noch. Und wenn wir Deutschland anschauen, erwarten wir tiefgreifende spirituelle Dimensionen, die über das materielle Wachstum hinausgehen und politische Veränderungen werden wir auch bekommen. So stehen die Energien gerade im Raum. Und es gibt so ein wirtschaftliches Wachstum als Spiegel des inneren Wohlstands, könnte man sagen. Und man muss einfach mal schauen, wie das jetzt in der Politik weitergeht. Es ist der kollektive Geist des Überflusses und des Fortschrittes, der sich aktiviert. Das heißt also, wir können diesen Zeitraum nutzen, um den inneren Wohlstand, die innere Fülle zu kultivieren, der sich dann in äußeren Erfolgen widerspiegelt. Also etwas ganz Wunderbares. Das heißt, der Mai unterstützt uns, jeden einzelnen von uns, in seine Fülle zu kommen, und zwar das auf allen Ebenen. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen Transformationsgeschehen und einige Herausforderungen, die Deutschland praktisch immer noch in der Zeit der Prüfung hält, könnte man sagen. Aber diese Zeit ist einfach notwendig, um die tiefere Heilung und das hohe spirituelle Wachstum tatsächlich zu ermöglichen, was uns ja erwartet. Und das heißt also, wir erwarten auch im Mai weiterhin, besonders Mitte Mai, Konflikte und Herausforderungen, die dann letztendlich als Katalysator für eine tiefere gesellschaftliche und individuelle Selbstreflexion stehen. Also Proteste, Streiks könnten immer noch im Mai da sein, können immer noch da sein. Besonders auch der Gesundheitsdienst wird noch mal ganz anders angeschaut. Die Anforderungen der Pflege werden in Frage gestellt, neu definiert. Es ist also viel im Gange. Es ist im Moment noch unterschwellig, aber Mitte Mai erleben wir dann da noch mal, dass wir da genauer hingucken. Und danach beruhigt sich das noch ein bisschen, aber der Samen ist da für eine große Veränderung. Und wir werden auch in den Regierungsgeschäften einige Uneinigkeiten erleben. Es wird auch diplomatischen Streit auf internationaler Ebene geben. Also die Politik in Deutschland ist sich komplett uneinig, ist komplett durcheinander und kein Wunder, kann ich da nur dazu sagen, kein Wunder. Aber die Menschen sind jetzt gar nicht mehr so sehr beeindruckt von diesen Problemen der Politik, weil sie ja gelernt haben, dass das meiste, was eben dort verbreitet wird, ja, gar nicht so sehr einen Wahrheitsgehalt hat. Und deswegen sind die Menschen mehr beschäftigt mit der Erweiterung ihres Bewusstseins. Und da stehen die Energien für Deutschland ziemlich gut.
Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, mit unserem höheren Wissen und unserer Weisheit intensiver zu verbinden als bisher. Und es wird natürlich auch mit diesem Wissen und der Weisheit ein neuer Wahrheitsgehalt für uns spürbar sein. Und das bringt dann auch die Wissenschaft dazu, spirituelle Dinge leichter anzuerkennen und dadurch die Grenzen des kollektiven Bewusstseins sich erweitern werden, was letztendlich gut ist, wenn man sich immer mehr Schritt für Schritt der Spiritualität zuwenden wird. Die Gemeinschaft und die soziale Harmonie in Deutschland zeigt sich so, dass die Menschen mehr aufeinander zugehen und sich auch mehr um das Wohl der Gemeinschaft bemühen. Also all das ist im Mai in der Energie sehr förderlich. Und es könnte auch eine Zeit sein, in der soziale Gerechtigkeit und Gleichheit stärker in den Fokus rücken und dadurch spirituelle Werte wie Empathie und Mitgefühl gefördert werden. Das heißt also, wir werden, jeder Einzelne so für sich, seine Überzeugung, seine Glaubenssätze nochmal überdenken, teilweise auch in Frage stellen, ist das denn noch richtig für mich? Und dadurch sind wir in dieser Energie des großen Potenzials für große Veränderungen. Also der Mai ist wirklich sehr interessant. Letztendlich gibt er uns durch dieses lang ersehnte schöne Wetter auch eine gute moralische Unterstützung, denn wir haben mehr Freude und können dann auch die ganzen Herausforderungen, die jetzt Mitte Mai anstehen, leichter ertragen oder leichter mit ihnen umgehen. Jetzt kommen wir mal zu Österreich und nachher kommen wir zur Schweiz. In Österreich zeigt sich die Tendenz, dass immer mehr Menschen spirituell erwachen und sich dadurch eine Neudefinition von Führungsqualitäten ergeben. Das heißt also, Führungsqualitäten auch in der Politik werden nochmal ganz anders angeschaut und auch für sich selbst ist die Zeit da, dass man noch näher mit seinem Geistführer zusammenkommt und da eine Bereicherung in seinem täglichen Leben für alle möglichen Entscheidungen erhält. Die politischen und gesellschaftlichen Strukturen, also die alten Strukturen und Systeme, werden stark hinterfragt und werden dann auch erneuert werden. Und spirituell gesehen könnte der Mai eine Zeit sein, in der Österreich kollektiv tiefer liegende Wahrheiten und Werte erforscht. Das heißt also, dadurch entstehen neue Visionen für die Zukunft, die also alle sehr spirituell sind und die auf die fünfte Dimension hinweisen. Die Menschen werden sich dahingehend mehr entwickeln und das Bewusstsein auch öffnen. Was man in Österreich näher anschaut, ist die Definition von Recht und Ordnung. Das kommt mehr in den Vordergrund und man guckt also, was ist das alles noch in Ordnung, was jetzt so ist. Und das heißt also, spirituell gesehen, könnte das eine Phase sein, in der die Gesetze und Regeln, die das tägliche Leben bestimmen, nicht nur als äußere Struktur, sondern auch als Spiegel für eine innere moralische und ethische Anschauungsweise öffnet. Das heißt also, da fangen die Menschen an, von innen heraus zu wachsen und dadurch entsteht ein neues Verständnis für Recht und Ordnung und dadurch entwickeln sich dann auch neue Dinge, die es bisher noch nicht so gab. Das heißt also, das alte Recht und die alte Ordnung wird in Frage gestellt werden. Die Selbstverwirklichung für den einzelnen Menschen und die Berufung bekommt eine tiefere Bedeutung. Das heißt also, die Menschen werden sich in ihren Berufen eher oder vermehrt spirituell ausrichten und auch jetzt mal den Gesichtspunkt nicht so sehr auf das Materielle legen, sondern mehr in das Spirituelle hinein. Und das ist so der Beginn einer neuen Umstrukturierung, wo also das Spirituelle viel mehr Kraft hat als die ganzen Jahre vorher.
Dann haben wir bei Österreich noch ein kollektives Karma und die Heilung, die dann durch diese ganzen Dinge geschieht, durch die Selbstreflexion, bringt eine Zeit der Heilung von alten Wunden mit sich und es werden auch Korrekturen von historischen Fehltritten, die es jetzt da auch in der Politik gab in Österreich, wird es geben durch diese Energie. Und also die leitet das praktisch ein und das wird sich dann im Laufe des Jahres vollziehen. Und das heißt also, es wird also internationale Möglichkeiten geben für Wiedergutheitsbewegungen und Wiedergutmachungsbewegungen, wollte ich sagen. Und dadurch wird es auch tiefgreifende gesellschaftliche Versöhnungsprozesse geben in Österreich. Wir haben insgesamt mit einer spirituellen Erneuerung zu tun, auch in Österreich, und das Wachstum durch neue philosophische, religiöse und spirituelle Bewegungen, die immer mehr Raum einnehmen und dadurch dann auch das kollektive Bewusstsein erweitern und die kulturelle Identität bereichern werden. Also Österreich ist im Vergleich zu Deutschland jetzt nicht ganz so geht es nicht ganz so tragisch zu in der Politik. Es geht eher ein bisschen ruhiger vor, obwohl da auch einige Änderungen eben anstehen, wie ich euch gerade erzählt habe. Wenn wir jetzt mal zur Schweiz schauen. Die Schweiz versucht über die Energien so ein bisschen Harmonie und Gleichgewicht in das Land zu bringen und auch also den nationalen Zusammenhalt, alle Schweizer zusammen, rücken mehr zusammen und finden zu einer kollektiven Einheit, was dann jetzt auch ein tieferes Verständnis und die Akzeptanz unterschiedlicher spiritueller Wege bringt. Das heißt also, auch da wird man immer offener. Also es hat sich ja schon am Anfang des Jahres abgezeichnet, aber es geht weiter. Man wird immer offener auch für die spirituellen Dinge. Und das ist natürlich wundervoll. Und es gibt dann auch dadurch Öffnungen für neue Möglichkeiten des spirituellen Wachstums und der Exploration neuer philosophischer Ideen und Weltanschauungen. Das heißt also, man öffnet sich der Grenzenlosigkeit und sieht auch die Erde in einem anderen Licht und löst sich von alten Dingen, die, sag ich mal, hunderte von Jahren gelehrt wurden und beginnt in einer neuen Sichtweise die Welt und das Leben zu betrachten. Das heißt also, dadurch wird eine ganz neue Sichtweise etabliert und es gibt auch einen besonderen interkulturellen Austausch dadurch, wenn man sich mehr öffnet. Und es werden auch verschiedene Veranstaltungen in der Schweiz möglich sein, wo es also auch lokale Veranstaltungen und Treffen geben wird, die sich einer spirituellen Gemeinschaft öffnen. Also da ist ganz viel im Gange und wer möchte, kann sich ja dafür interessieren und einfach mal mitmachen. Das heißt, besonders dann auch, wenn es im Kollektiv ist, betrifft es ja auch jeden Einzelnen, der jetzt in diesem Feld der Spiritualität ist. Dann haben wir in der Schweiz die finanzielle Ethik und den Wohlstand sozusagen, der sich eher noch jetzt mit der Spiritualität verbindet. Und das wird eine Zeit sein, in der Fragen der finanziellen Ethik wie Geld und Spiritualität zusammenwirken können. Das bedeutet, dass man die Wertschätzung für geistiges Heilen oder für die Anwendungen, die also jetzt alle in der geistigen Welt, also in von Medien oder von Heilern, die da stattfinden, dass man dem mehr Achtsamkeit, mehr Wert gibt, mehr Wert zuspricht und dadurch entwickelt sich auch eine besondere Fülle in der Schweiz durch dieses Anerkennen und Anheben in das Feld, weil es gibt ja, wir kennen das, viele Glaubenssätze, die einfach sagen, als ein spiritueller Mensch, der muss alles umsonst machen, der darf kein Geld verdienen. Das ändert sich in der Schweiz gerade in diesem Feld, also sehr, sehr interessant. Und die Schweizer haben auch ein besonderes Gefühl für den Frieden. Sie können dadurch Vermittlerrollen einnehmen in internationalen Konflikten. Auch da ist was im Gange und spirituell
könnte das eine Zeit für die Schweiz sein, ihre traditionellen Werte von Neutralität und Frieden zu erneuern. Da ist ja auch einiges in Gange in der Vergangenheit gewesen und da könnte man jetzt wieder so ein bisschen in diese Werte hineingehen, in die Neutralität, was ja der Schweiz so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und dadurch könnte sich dann auch die globale Harmonie wieder ein bisschen stabilisieren und auch sogar spirituelle Modelle entwickeln, die mit Konfliktlösung und Diplomatie zu tun haben. Also alles durch Schweizer Menschen, die da plötzlich einen Drang haben, in die Richtung zu gehen und die auch gehört werden. In der Schweiz selbst haben wir innere Werte, die sich entwickeln werden. Auch die Selbstliebe für die einzelnen Personen wird sich steigern. Die Selbstreflexion hilft da dazu, um nochmal zu gucken, was ist jetzt bei mir nicht so richtig in Ordnung, wo sollte ich noch loslassen. Und das wird sich tatsächlich landesweit, wird man das spüren. Und das heißt also, letztendlich ist das für die Schweizer eine große Möglichkeit der persönlichen Entwicklung und das Streben nach einem authentischen und werteorientierten Leben, was sich da so anbahnt. Also sehr interessant, weil die Fülle dann praktisch auch eine andere Wertschätzung in der Schweiz bekommt. Also nicht nur materiell, sondern wirklich auf allen Ebenen. Und dadurch geschieht auch noch eine Erweiterung des sozialen und spirituellen Bewusstseins. Das heißt also, es wird auch einige Initiativen geben, die darauf abzielen, soziale Ungleichheiten zu überwinden und jedem Individuum Zugang zu spirituellen Ressourcen zu ermöglichen. Das ist etwas, was beginnt in der Schweiz jetzt immer stärker fühlbar zu sein und wird sich mit der Zeit ausdehnen. Das heißt also, wir haben, wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, alle drei Länder, die ja, sag ich mal, dann letztendlich auch für die deutschsprachigen Länder ausgedehnt werden könnten. Eine Tendenz, dass wir innerhalb Deutschland haben wir noch die Struktur des Neuen, was sich erschaffen wird, durch Konfliktlösung und die Unsicherheit der Politiker, ist ja ganz klar. Und letztendlich über Österreich und Schweiz kommt dann die Fülle, nicht nur materiell gesehen, sondern tatsächlich auf allen Ebenen, wo du geistig deine Fülle erreichst, wo du im Wissen deine Fülle erreichst, in der Gesundheit, in der Liebe und im Zusammenleben der Menschen überhaupt. Und das heißt, der Mai gibt uns nochmal so ein bisschen Zeit, um erstmal aufzuatmen vom anstrengenden April. Und nur im Mitte Mai wird es ein bisschen kritisch noch, aber das beruhigt sich auch wieder. Und es liegt jetzt an uns, aus diesen wundervollen Energien so viel wie möglich für uns herauszuziehen, damit es uns auch gut geht. Und damit möchte ich euch unterstützen. Wir werden gleich eine Meditation machen, wo ich also so ein bisschen die Mai-Energie einfange und euch dann auch praktisch die Möglichkeit gebe, mal euch auszuruhen, mal zu entspannen und Altes loszulassen und das Neue zu empfangen. Wir haben ja auch zum Beispiel im Mai dieses wunderbare, den Live-Channel-Abend, wo wir das dritte Auge, die Zirbeldrüse, nochmal intensiv ausdehnen, reinigen. Und gerade das dritte Auge ist wichtig, um diese Mai-Energien richtig aufzunehmen und zu empfangen. Und von daher, wenn du dich dafür anmelden möchtest, auch dafür ist der Link hier im Video und unter dem Video. Und das ist also ein Live-Channel-Abend, wo du so richtig gut mit reingehen kannst in die Energien. Ich werde auch noch auf Telegram ein bisschen darüber schreiben, so damit wir uns mitteilen können und auch unsere Erfahrungen austauschen können. Und das gibt dann auch noch ein Hauptwebinar Ende Mai, wo wir intensiv in diese Energie der Zirbeldrüse nochmal eintauchen. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude bei der Meditation. Lasst euch einfach fallen und genießt,
was jetzt hier an Energien für euch kommt. Ich habe die 999 hier, mit der sprühe ich mich ganz gerne auch ein, um eben leichter in die Meditationsenergie zu kommen und natürlich auch den Auraschutz. Also es gibt ganz viele Essenzen, die du einfach nehmen kannst, je nachdem, wo der Impuls da ist, sodass du dich wohlfühlst. Und es geht auch ohne. Jeder kann entscheiden, was für ihn gut und richtig ist. Und so werden wir jetzt beginnen. Liebe Herzensmenschen, mit einer Welle der Freude darf ich heute jeden Einzelnen begrüßen. Und diese Freude bringt sogleich die Energie des Loslassens und des Neuem zu dir. Wir haben Energien, die dich unterstützen, zu wachsen, die dich unterstützen, zu dir selbst zu finden und deine Selbstliebe zu stärken. Und so möchte ich dich einladen zu einer Energieübertragung, wo deine Selbstliebe gestärkt werden wird. Und wenn du bereit bist, diese Energie zu empfangen, dann gib mir ein inneres Ja. Dieses innere Ja hört meine Seele und so trägt sie die Energien über die Linien der Zeit zu dir und lädt dich ein, dich an diesen wundervollen, hochenergetischen Platz zu begeben, zu dem dich deine Seele führen wird. Es ist der Platz deiner persönlichen Fülle. Und bei diesem Wort, bei diesem Satz fühlst du innerlich eine ganz große Freude, denn dieser Platz ist hochenergetisch und auf dich persönlich ausgerichtet. Und so betrittst du jetzt diesen Platz und nimmst erstmal mit all deinen Sinnen wahr, welche Farben, welche Töne dich jetzt umgeben. Und lass dir ruhig Zeit, denn dies ist eine wundervolle Möglichkeit, diesen Platz zu betrachten. Und während du so dich beschäftigst mit dem Betrachten, passt deine Seele, deine Energie an die Energie der Fülle und der Erneuerung an. Und die Erneuerung betrifft auch die Erneuerung deines Körpers, deiner Zellen. Sie betrifft auch die Erneuerung deiner Sinne, die Erneuerung und Verjüngung. Und so fließt jetzt diese Energie zu dir, währenddessen du dich entspannst und einfach nur genießt, denn auch für dich ist diese wundervolle Energie bestimmt. Und so darfst du loslassen von allem Alten, was dich klein hält, was dich belastet und vielleicht gar nicht mehr zu dir gehört. Denn die Energie der Erneuerung, diese transformative, wundervolle Energie fließt zu dir. Sie fließt durch deinen ganzen Körper und nimmt all das mit, was zu schwer für dich ist, so dass du bereit bist, die Energien im Mai zu genießen, dass du den Weg zu deinen inneren Werten einfacher finden wirst und sich dadurch Kraft und Stärke in dir entwickelt. Es ist eine persönliche Weiterentwicklung,
deines Selbstes. Dein Bewusstsein erhebt sich und du siehst auf einmal Dinge ganz klar vor dir, die vorher verschwommen waren. Und vielleicht kann der eine oder andere von euch seinen Weg erkennen, den er jetzt gehen soll. Alles ist möglich. Und so lass dich stärken von diesen Energien. Und auch dein Geistführer ist ganz nah bei dir, um dich zu unterstützen und dir im richtigen Moment Impulse zu geben, sodass du weiterkommst. Dass du auch in deinem inneren Wachstum ein neues Bewusstsein bekommst und letztendlich ganz tief in deinem Herzen weißt, dass alles richtig ist, was du bisher getan hast, dass auch die Dinge, die schwer waren, einen Sinn hatten und du aber jetzt loslässt. Von allem, was schwer ist, was schwer war, um den Schritt in die Leichtigkeit zu tun und dich der Fülle zu öffnen. Denn es erwartet dich die Fülle auf allen Ebenen. Und so nimm nun einen tiefen Atemzug von dieser Fülle, die ganz persönlich für dich an diesem Ort ruht und dich erwartet. Und vielleicht spürst du ja, wie sich diese Fülle mit dir verbindet und alles löst, was mit Mangel zu tun hat. Alles löst, was mit Zweifeln oder Ängsten zu tun hat. Jetzt ist die Zeit des persönlichen Wachstums für dich angetreten. Diese Zeit beginnt jetzt und du kannst mit deinem Fokus, mit deinem inneren Ja sagen und bestimmen, dass du diese Zeit jetzt beginnst. Und so gib mir ein tiefes, starkes inneres Ja, wenn du dies möchtest. In diesem Moment verbindet sich die Fülle mit dir, hebt dein Bewusstsein an und macht dich bereit, dich noch tiefer zu lieben als bisher. Und so werde ich diese Energie für dich verankern, währenddessen du einfach nur die Energie genießt, die jetzt zu dir fließt. Es geschieht ohne Worte und es geschieht jetzt. Und so ist es geschehen. Die Fülle wurde für dich verankert, das Mangeldenken entfernt. Und die Freude nimmt ihren Platz jetzt in deinem Herzen ein. Gesegnet sei dein Sein, gesegnet sei dein Licht. Du bist bereit, weiterzugehen. Und so lass dich von deiner Seele sanft wieder in deine Dimension zurückbringen. Die Geschenke und Energien wurden übertragen. Und wirken jetzt zu deinem allerhöchsten Wohl, so wie es richtig und gut ist. Und wenn du wieder angekommen bist, bewege Hände und Füße und öffne deine Augen und sei ganz wieder hier. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Und wenn du mehr solche wunderschönen Botschaften hören möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit du immer informiert wirst, wenn ein neues Video kommt. Und das Video teilen und ganz viel
in die Bemerkungen schreiben, wie es dir ging mit der Meditation, was du gefühlt hast, ob du vielleicht deinen Weg erkannt hast. Ich danke dir, dass du hier wärst und alles, alles Liebe. Bis bald.